Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf der Estancia im LS22. Wir starten die Helfer, wenn ich jetzt wüsste, wo jetzt der Düngerstreuer war. Ist er auf, hat er noch einen Kurs? Ja. Ist jetzt bloß die Frage, wo auf der 23 war er? So, muss gepflügt werden aus. Oben oder was? Sieht mir noch gar nicht gedüngt aus. Schauen wir mal bei den Aufträgen. Nee, 23 hat er nicht gedüngt. Ah. Wunderbar, dann schmeißen wir mal einen Kurs raus. Den kriegt er einen Kurs verpasst. Und dann kann er hier weiter düngen. So. Besten Dank dafür. Der läuft. Dann kann der mal weiterarbeiten, bitte. Dann haben wir uns beim letzten Mal ja noch aus Versehen den McCormick ausgeliehen zum Düngen. Naja, aus Versehen heißt wirklich aus Versehen. Was ja nicht allzu schlimm ist, weil eigentlich können wir den gut gebrauchen. Jetzt brauchen wir bloß ein bisschen Dünger. Ich kaufe einfach gleich mal 8 Sack, weil der andere Düngerstreuer ist auch fast leer. Sind wir unserem Hofen wieder ein bisschen weiter weggerückt. Aber auch nicht zu weit. So, wenn ich jetzt den Mulcher verkaufe, ne? Wie viel Geld habe ich denn? Nicht genug. Okay. Hätte ja klappen können. Ich glaube, 420.000 brauchen wir, glaube ich, für den Hof. Wenn ich richtig liege. Nur fehlt noch ein Auftrag. Dann können wir uns endlich unseren lang ersehnten Hof kaufen. Ich glaube, ich muss sogar noch mal Dünger nachkaufen. Ich hätte den Düngerstreuer hier ganz gerne einmal voll. Ich kaufe noch mal 8 Sack, weil es so schön war. Wir haben ja mittlerweile noch ein paar mehr Düngermissionen. So, wo fängst du denn eigentlich an? Feld 10, ne? Muss auch gedüngt werden, oder? Ja. Dann auf nach Feld 10. Dann können wir ja eigentlich so langsam unsere Geräte nach oben bringen, wenn wir dann Zeit haben. Beziehungsweise wieder einen Traktor haben. Oder ein Fahrzeug. So. Kurs wäre auch nicht schlecht. Vorgewende. Machst du nicht, gut. Weil dir ein Punkt fehlt oder was? Ihm ein Punkt gefehlt hat, gut. Und viel Spaß. Du bist ja noch am Fliegen.
Du bist am Düngen. Nee, noch einen Traktor haben wir gerade nicht. Mist. Ich habe übrigens unseren alten Kontostand, den wir im letzten Video hatten, den habe ich uns zurückgeholt, weil ich ja aus Versehen da eine Liefermission angenommen habe, die abgebrochen und dann haben sie uns gleich zigtausend Euro abgezogen. Das fand ich ein bisschen doof. Deswegen, ne, haben wir unseren alten Kontostand wieder. Wenn ich jetzt Kredit aufnehme, ne? Dann können wir uns das Hofgelände auch kaufen. Also was kostest du nochmal? 417. Also entweder die Seemission muss fertig sein oder ja, die Seemission reicht locker. Oder ein, zwei Düngermissionen. Dann haben wir unseren Hof. Der Traktor mit der Sämaschine, der war ja, genau, der ist fast leer. Der braucht dann mega viel Saatgut. Glaube ich, bis der fertig ist. Ja. Da können wir im Voraus schon mal Saatgut kaufen. Auch einfach 8 Sack. Dann haben wir erstmal wieder Ruhe. Warten wir mal, bis der leer ist. Das dauert ja nicht mehr allzu lange. Und dann füllen wir den nochmal auf und dann dürfte das Saatgut auch für die Mission reichen. So, du düngst fleißig. 42 Meter ist eigentlich gar nicht so schlecht. Der Düngerstreuer. Ich glaube, der ist sogar breiter als unserer. Jo. Definitiv. Definitiv ist er breiter. Was gibt's denn Schönes noch im Angebot, wo wir schon mal dabei sind? Der Traktor ist immer noch da. Der Traktor ist immer noch da. Der will ja doch was, oder nicht? Oder was sagt ihr? Der hat standardmäßig schon 374 PS verbaut. Und kostet nur 133.000. Ich finde, der wäre was. Dann sind wir wieder so weit vom Hof weg, dass ich das jetzt ungern machen möchte. Zweihundertneunzig Liter. Gut, neue Mission gibt es nicht. Die 20 können wir, wenn die fertig angesät ist, wahrscheinlich nochmal düngen und dann ist auch vorbei. Lohndienstleistungsumsatz 126.000 Euro miese. Es kommt immer noch wegen dieser blöden Mission da. Aber was braucht eigentlich unser Feld, wenn wir jetzt gepflügt haben? Gemulcht haben wir ja, glaube ich, auch. Steine, aber nur hellgelb, die können wir im Boden wieder zurückdrücken. Das ist nicht so schlimm.
Wurde gemulcht mal weg. Nichts. Kein Kalk, kein gar nichts. Können wir direkt drauf anpflanzen. Können wir direkt drauf anpflanzen. Hatten wir schon eine Sämaschine? Ich glaube nicht, ne? Nö. Aber ich hätte gern eine. Ich hätte nicht gern. Oder ich hätte nicht. Ich würde nicht unbedingt jede nehmen. Ich hätte nämlich gerne eine bestimmte. Die hat nur 8, die hat 12. Auch 12. Naja. Also entweder die Lemken oder die Amazone. Weil die Felder, die wir uns ja demnächst kaufen werden, werden ja dann immer größer. Die Dinge würde für den Staat auch gehen. Aber sind hier ja wirklich so mega große Felder, dass man sich überlegen sollte, nicht zu klein anzufangen. So, die Sämaschine ist leer. Dann fahren wir die doch eben schnell mal auffüllen. Haben wir auch wieder was zu tun. Müssen da nicht doof durch die Gegend rumstehen. Und die beiden können ihre Kreise abfahren. Fehlt 23, 71%. Saatgut war hier. Dann knallen wir dich doch mal wieder komplett voll. Dann hast du so viel Saatgut, dass du die Mission locker beenden kannst. Hoffe ich zumindest. Nicht, dass wir dich nochmal auffüllen müssen. Traktor hat aber auch schon gut Strecke gemacht. Muss man ehrlich zugeben. So. Fahren wir wieder zurück. Den kann er da weiter ansehen. Wolle? Ich glaube, das ist Baumwolle hier. Da hat man noch ein bisschen was länger zu tun. Wenn man Baumwollernte nimmt. Wo haben wir denn aufgehört? Hat der noch eine Fläche? Du hast aber auch schon ordentlich Strecke gemacht. Und auf der 23, nee, das ist unser Pflug. Ich denke, der wird nächste Folge fertig werden. Hast du auch schon ordentlich Strecke gemacht, ne? Die Bahnen werden immer kürzer. Läuft.
So, die 10 ist mit 73, die 23 mit 84. Er hat 74. Doch, doch, läuft. Ich würde jetzt aber auch sagen, für jetzt ist erstmal Feierabend. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch natürlich einen wunderschönen Tag. Lasst es euch gut gehen und dann sehen wir uns später nochmal zu einer neuen Folge. Ich bedanke mich bei euch. Würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, ciao, ciao, macht's gut. Lasst euch nicht ärgern.